Auf die Liste der Guinness-Weltrekorde schaffen es scheinbar nur hervorragend trainierte Experten und Expertinnen. Aber wusstest du, dass manche Rekorde weder Talent noch Training erfordern? Yep, hier kommen einige skurrile, aber kreative Rekorde, die Menschen tatsächlich aufgestellt haben. Im Januar 2019 hat das Foto eines Eis das Internet erobert und einen Weltrekord für das meistgelikte Bild aller Zeiten aufgestellt. Bis heute hat es 54,2 Millionen Male gefallen. Im Februar 2014 haben Marty Jobson und Hugh Hunt den Weltrekord für die meisten von einem Slinky zurückgelegten Stufen aufgestellt. Es waren 30. Hier kommt einer, der dich aus den Socken hauen wird. Im Januar 2019 hat David Rush einen Weltrekord aufgestellt, indem er 70 Socken in nur einer Minute ausgezogen hat. Er hat sie Leuten von den Füßen gezogen, die in einer Reihe saßen, und zwar mit verbundenen Augen. Im April 2014 hat Kazuhiro Watanabe aus Japan den Rekord für den höchsten Irokesenschnitt aufgestellt. Er stand ganze 1,2 Meter hoch. Im Oktober 2013 hat David Babcock den Rekord für den längsten während eines Marathonlaufs gestrickten Schal aufgestellt. Er lief 5 Stunden und 48 Minuten lang und sein Schal kam auf 3,74 Meter. Im Dezember 2019 stellte Alvaro einen Rekord auf, indem er mit verbundenen Augen 19 Schnürsenkel in einer Minute zuband. Im Januar 2010 brach Jennifer Jacobs den Rekord für die meisten Haarklammern am Kopf. Es waren 201, falls es dich interessiert. Im November 2012 brach Steve Jacobs den Rekord für die meisten übereinander getragenen Unterhosen. Er zog sich insgesamt 266 Unterhosen an. Hoffentlich musste er nicht. Im Juni 2019 gab es die größte Versammlung von Menschen in Brautkleidern. Insgesamt 1347 Frauen zwischen 18 und 92 schlüpften in ihr Hochzeitskleid und kamen dazu. Im Januar 2013 verbrachte ein Ukrainer namens Oleksiy die längste Zeit in direktem Körperkontakt mit Schnee. Ganze 60 Minuten und 8 Sekunden saß er in dem Zeug. Ein glückliches Paar aus den USA hat es so sehr genossen, nicht verheiratet zu sein, dass sie einen Weltrekord aufgestellt haben. Sie waren 67 Jahre lang verlobt, bis sie im Juni 1969 endlich den Bund fürs Leben geschlossen haben, im Alter von 82 Jahren. Wenn das keinen Applaus verdient. Wo wir gerade davon sprechen, ein Performance-Künstler namens Dustin Nelson schuf im Juni 2014 ein Kunstwerk, bei dem er klatschte. Dabei brach er, nein, nicht sein Handgelenk, sondern den Rekord. Sein Applaus dauerte 2 Stunden und 32 Sekunden. In der Kälte des Dezembers von 2016 wollte Todd Simpson einen Schneemann bauen und stellte dabei einen Rekord auf. Er schuf den kleinsten Schneemann aller Zeiten, gerade mal 3 Mikrometer groß. Im September 2013 brach eine Gruppe von Leuten den Weltrekord für die meisten gleichzeitig im gleichen Kocher gekochten Hummer. 950 waren es. Am gleichen Tag stellten sie außerdem den Rekord für die meisten servierten Hummer in 8 Stunden auf, nämlich 9060. Im Juni 2013 stellten die Schwestern Julia und Stephanie den Rekord für das Einrollen der meisten Haarwickler innerhalb einer Minute während einer Achterbahnfahrt auf. 17 waren es, aber sie waren nicht die einzigen. Ein Jahr zuvor stellte Vergnügungsparkbesucher Artyom einen Rekord für die meisten ebenfalls während einer Minute Achterbahnfahrt aufgezählten Hauptstädte auf. Er schaffte 27. Im März 2011 stand ein Typ namens Robert zwar still, aber stellte trotzdem einen Rekord auf, als er in einer Minute 50 Hauptstädte aufzählte. Im März 2018 antwortete ein Firmenmitarbeiter auf Reddit auf die Beschwerden von Leuten über ein Spiel. Sein Kommentar machte die Leser und Leserinnen so wütend, dass er den Weltrekord für die meisten Daumen nach unten aufstellte. Insgesamt 683.000 Dislikes bekam er. Okay, hier kommt ein Vorschlag. Lasst uns doch einen Weltrekord für die meisten Kommentare unter einem YouTube-Video aufstellen. Schaffen wir es in 24 Stunden auf über 1 Million Kommentare? Zeigt, was ihr könnt, Leute! Im Juni 2004 brach Michael Carmichael den Rekord für die meisten Farbschichten auf einem Ball. Er und seine Frau hatten 1977 mit dem Projekt begonnen und seitdem 17.994 Schichten Farbe aufgetragen. 27 Jahre lang gaben sie 2 Anstriche täglich hinzu. Und ja, sie hatten ihre Freude dabei. Im März 2017 knackte Kalei Selvin seine Gelenke sowie einen Weltrekord. Er schaffte es, 32 gleichzeitig zu knacken. Macht das bloß nicht zu Hause nach.
Im März 2019 stellte Joel Strasser einen Rekord auf, indem er sich 312 Strohhalme in den Bart steckte. Doch zu Weihnachten im gleichen Jahr stellte er einen weiteren Rekord mit 302 Weihnachtsbaumkugeln in seinem Bart auf. Sein beeindruckendster passierte allerdings im Juli 2018, als er sich 3500 Zahnstocher, wieder in einen Bart steckte. Im August 2018 gelang es einem Typen namens Karate, 692 Strohhalme in den Mund zu nehmen. Weltrekord. Wo wir gerade dabei sind, Dinge am Körper anzubringen. Im September 2013 stellte ein Kerl namens Dalibor einen Rekord auf, indem er 31 Löffel gleichzeitig auf seinem Gesicht balancierte. Im Februar 2018 brach ein Mann namens Dinesh den Rekord für die meisten kernlosen Trauben im Mund, insgesamt 94, und er war nicht allein. Im Juni 2019 schaffte David Rush es, 124 Blaubeeren in seinen Mund zu stopfen. Im Februar 2019 brach ein Typ namens Morteza den Rekord für die meisten gemerkten Geburtstage. Das Ganze dauerte 20 Minuten und er konnte 22 Daten in richtiger Reihenfolge aufzählen. Im Mai 2019 brach der Inder Prakash den Rekord für die meisten Hampelmänner in einer Stunde. Er brachte es auf 3183. Ich würde ihn ja nur zu gern gegen Paddy Doyle antreten sehen, der im November 2007 einen Rekord mit 4708 Squats innerhalb einer Stunde aufstellte. Das entspricht 78,5 pro Minute. Die Kunst des Sticker auf Objekte klebens wurde irgendwann so beliebt, dass die Leute begannen, damit Rekorde aufzustellen. Im Juni 2019 brachen Alberto und Sarah aus Italien einen Rekord, indem sie 1333 Sticker auf ein Fahrrad klebten. Im September 2014 stellte ein halbes Dutzend Leute einen Rekord mit 14.637 auf ein Auto geklebten Stickern auf. Im September 2017 stellte eine Organisation den Weltrekord für die meisten Sticker an einem Bus auf. Insgesamt klebten sie 29.083 Sticker. Fast alle waren ihnen von Sammlern zugeschickt worden. Im Juni 2012 stellte Priyesh Merlin einen Rekord für das Erinnern der meisten willkürlichen Objekte auf. Er erinnerte sich an 420 Objekte in der Reihenfolge, in der sie ihm vorgelesen wurden. Im September 2019 brach Rocco Mercurio einen Rekord, indem er 1700 Tassen auf seiner Stirn balancierte. Er ist außerdem ein Serienrekordbrecher. Im März 2019 holte er sich den Titel für die meisten gleichzeitig gedrehten Fidget Spinner, insgesamt 15. Im Januar 2019 stellte James Rawlings einen Rekord für das Balancieren von 11 Stühlen auf seinem Kinn auf. Ein paar Monate später brach er einen weiteren Rekord, als er am längsten einen Rasenmäher auf seinem Kinn balancierte. 13 Minuten und 7 Sekunden schaffte er das. Ob der Rasenmäher in dieser Zeit eingeschaltet war, wissen wir nicht. Im Februar 2018 brach Ellie Bishop den Rekord für 1103 Mal Händeklatschen in nur einer Minute. Im Juni 2019 wollte eine Gruppe Menschen in Japan ihre Gemeinschaft stärken. Also stellten sie gemeinsam einen Rekord auf, indem sie ein Ei mit Löffeln über 394 Personen weitergaben. Im Mai 2018 stellten Ollie und Harry Ferguson den Weltrekord für das am weitesten gereiste Spielzeugschiff auf. Ihr kleines Gefährt kam auf insgesamt 6072 Kilometer. Das entspricht fast dem Amazonas. Irgendwann 1994 brach die indische Familie Sonat einen Weltrekord mit den meisten Doktorgraden in einer Familie. Insgesamt hatten sie 7 Titel gesammelt. Im Juli 2011 brach Guinness Rishi den Rekord für die meisten auf einen Körper tätowierten Flaggen. Es hatte nur 2 Jahre gedauert, sich 366 Flaggen tätowieren zu lassen. Im September 2017 stellte John Fitzsimmons den Rekord für die meisten Kostümwechsel in 8 Stunden auf. In dieser Zeit trug er insgesamt 178 Kostüme und schaffte das sogar in 7 Stunden und 25 Minuten. Im Oktober 2013 brach Eric Limebeck den Weltrekord für die meisten in 24 Stunden gelösten Zauberwürfel. Er machte keine Pause und knackte 5800 Stück. Jeder Würfel kostete ihn gerade mal 15 Sekunden zum Lösen. Ein Rätsel. Im Dezember 2017 brach die Chinesin Meng Shuo den Rekord für die meisten in Reihe gemerkten Spielkarten innerhalb einer Stunde. Sie erinnerte sich an 1924 Karten. Das sind 37 ganze Decks. Gleichzeitig stellte Meng Shuos Zwilling den Rekord für das Erinnern von 5445 Binärziffern in nur 30 Minuten auf.
Im Juli 2018 stellte Anupam aus Indien den Rekord für die längste Büroklammerkette auf. Er verband 70.000 Stück und die Kette maß am Ende 554 Meter und 62 Zentimeter. Also, ich will ja nicht angeben, aber ich habe heute selbst einen persönlichen Rekord aufgestellt. Für die meisten aufeinanderfolgenden Tage mit Atmen. Yep, ich habe nicht einen ausgelassen. Bin sehr stolz und habe vor, meinen Rekord morgen zu brechen. Wünsch mir Glück! Hey, wenn du heute etwas Neues gelernt hast, gib diesem Video ein Like und teile es mit Freunden und Freundinnen. Und hier sind noch ein paar andere coole Videos, die dir sicher gefallen. Klicke einfach links oder rechts und bleib auf der Sonnenseite des Lebens.